Liebe Kunstfreundinnen und Kunstfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem YouTube-Kanal der Galerie Geiger. Mein Name ist Stefan Geiger, ich bin promovierter Kunsthistoriker und ich leite die Galerie Geiger in der zweiten Generation. Heute begrüße ich Sie aus unserer aktuellen Ausstellung Hermann de Vries Beyond the Horizon, die bis 24. Juni 2023 hier bei uns in Konstanz zu sehen ist. Hermann de Vries war einer der ersten Künstler, die bereits in den 70er Jahren mit Naturmaterial arbeiteten, und er gehört heute zu den führenden Vertretern der Naturkunst oder Ecological Art weltweit. Seine Arbeiten waren schon in vielen wichtigen Ausstellungen zu sehen, unter anderem sein Frühwerk in der großen Zero-Ausstellung im Guggenheim Museum in New York 2014 oder sein vielbeachteter Auftritt auf der Biennale in Venedig, wo er 2015 den niederländischen Pavillon mit seinen Naturwerken bespielt hat. Die aktuelle Präsentation ist bereits die 6. Einzelausstellung von Hermann de Vries, die wir hier in Konstanz zeigen. Und wie alle unsere Ausstellungen widmet sich auch diese Präsentation einem bestimmten Aspekt im Schaffen des Künstlers, nämlich dem Thema der Reisen. Seit Ende der 60er Jahre haben die Reisen und das, was er dort erlebt und gesehen hat, einen enormen Einfluss auf sein Schaffen gehabt. Ende der 60er Jahre, mit dem Ende der Zero-Phase, bricht Hermann de Vries mit seinem bisherigen bürgerlichen Leben. Er lässt die niederländische Kunstszene hinter sich und er hat den Plan, zusammen mit Hippie-Freunden eine Insel auf den Seychellen zu erwerben, um dort eine autark lebende Hippie-Community zu gründen, deren Gartenbauspezialist er mit seinem botanischen Fachwissen geworden wäre. Zum Glück für die Kunstwelt und uns ist dies an einer bürokratischen Hürde gescheitert. Und wenn Sie sich für diese Umbruchphase näher interessieren, kann ich Ihnen den Katalog zu unserer Ausstellung ans Herzen legen, der diese spannende Phase Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre ausführlich beschreibt. Auf seinen Reisen entdeckt Hermann de Vries die Schönheit und die Poesie der einfachen Natur um uns herum. Und er entdeckt, dass das beste Modell für die Wirklichkeit selbst ist. Hatte er in seiner Zero-Zeit noch mathematische Zufallstabellen benutzt, um die abstrakten Elemente auf dem Träger anzuordnen, so legt er nun einfach ein weißes Blatt Papier unter einen Baum, wartet ein, zwei Stunden, schaut, wie die Blätter vom Baum auf das Papier fallen und fixiert sie genau so. Er fixiert einen Moment in diesem unendlichen Werden und Vergehen der Natur und fängt so ihren ganz besonderen Zauber ein. Die wohl bekannteste Werkgruppe innerhalb der Naturkunstarbeiten von Hermann de Vries ist zweifellos die Gruppe der sogenannten Erdausreibungen, die spätestens seit der großen Präsentation auf der Biennale in Venedig 2015 weltweit sehr viele Menschen mit dem Namen Hermann de Vries verbinden. Seit den 70er Jahren hat Hermann de Vries weltweit rund 9000 Proben von reinem Erdreich, reinem Mutterboden gesammelt, sorgfältig dokumentiert, archiviert. Diese Proben benutzt er ganz fein zermahlen, um sie in einem geradezu meditativen Akt auf ein weißes Blatt Papier auszureiben. Und er zeigt uns damit, wie unglaublich vielfältig, wie farbig dieser Boden unter unseren Füßen ist. Es ist ein typisches Beispiel, wie Hermann de Vries durch seine Arbeit, durch einen sehr einfachen Akt, die Schönheit der Welt uns zu Bewusstsein bringt und uns für diese Schönheit sensibilisiert. Doch nicht nur Erden hat Hermann de Vries im Laufe der Jahre immer wieder aufs Papier gebracht.
Er hat auch zahlreiche Aschen ausgerieben, die ebenfalls eine ganz erstaunliche farbliche Vielfalt und Nuancierung aufweisen können. Eine ganz besondere und etwas verschmitzte Arbeit sehen Sie hier neben mir, eine achtteilige Arbeit, für die Hermann de Vries über Jahre hinweg die Aschereste aus seinen kleinen Haschischpfeifchen gesammelt und dann sorgfältig ausgerieben aufs Papier gebracht hat. Am unmittelbarsten mit den Erlebnissen seiner Reisen verbunden sind sicherlich die sogenannten Journale, in denen Hermann de Vries all die Dinge festhält, die ihm auf seinen Reisen begegnen und die ihn besonders faszinieren. Das können Naturobjekte sein, Pflanzenteile, die typisch sind für die Vegetation des jeweiligen Ortes. Es können aber auch kleine menschliche Artefakte sein, die ihm besonders ins Auge fallen. Und so hat Hermann de Vries beispielsweise im Journal de Marrakesch, das Ende 2010 und Anfang 2011 entstanden ist, auch die Anfänge des sogenannten arabischen Frühlings dokumentiert. Immer wieder ist Hermann de Vries auf seinen Reisen davon fasziniert, was für ein enormes Wissen die Menschen um die Heilkräfte der Natur haben. Und so kommt es beispielsweise, dass er auf dem Bazar von Essaouira das komplette Heilkräutersortiment eines Händlers erwirbt und dieses als Tresor Marocain dokumentiert, ein sehr, sehr spannendes Kunstwerk, was zugleich auch eine Dokumentation dieses Wissens für zukünftige Generationen darstellt. In einem anderen Fall erwirbt er auf dem Markt in Kathmandu sämtliche Lebensmittel eines Händlers, das die Bevölkerung dort über Generationen ernährt hat und das er uns in einer eindrücklichen Bodeninstallation für Augen führt, die den Titel hat Human Life. Ich hoffe, ich konnte Ihnen den außergewöhnlichen Künstler Hermann de Vries und sein Werk etwas näher bringen. Wenn Sie an weiteren Informationen interessiert sind, darf ich Sie gerne auf unsere Homepage www.galerie-geiger.de sowie auf den zur Ausstellung erschienenen Katalog verweisen. Weitere Videos zu Hermann de Vries finden Sie auf unserem YouTube-Kanal, den Sie natürlich gerne auch abonnieren dürfen. Soweit für heute von mir. Bleiben Sie uns treu, bleiben Sie gesund. Bis bald, Ihr Stefan Geiger.